Ihr hört es schon, ich bin ein bisschen erkältet. Trotzdem würde ich euch gerne ein Programm vorstellen, das meine Mails abrufen kann, meinen Kalender synchronisieren kann und auch meine Kontakte synchronisiert. Los geht's nach dem Intro. Auf diesem Kanal hatte ich mal für Windows das E-Mail-Programm EM-Client empfohlen. Das lag daran, dass Thunderbird ja die Entwicklung quasi eingestellt hat, meines Empfindens nach zumindest. Es werden viele Dinge aus Jahrzehnten zum Teil nicht behoben, es gibt kaum neue Features und die User Experience, die leidet auch immer mehr. Es wurde zwar angekündigt, dass im Jahr 2023 nochmal neue Anstrengungen unternommen werden, diese Probleme zu lösen. Allerdings gibt es da jetzt schon eine kleine Lösung für. Und zwar gibt es den E-Mail-Client Betterbird und der basiert auf Thunderbird und macht sich daran, so ein paar liegen gelassene Dinge bei Thunderbird eben zu reparieren. Und nicht nur das, es werden sogar insgesamt neue Features eingeführt. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass Betterbird natürlich nicht die Erlösung ist. Es basiert immer noch auf Thunderbird und schleppt natürlich viele der Fehler und ja Unzulänglichkeiten, die Thunderbird hat, erstmal mit. Trotzdem ist es erstmal der richtige Ansatz, hier auch Fehler zu verbessern, die einfach bei Mozilla schon ewig rumliegen. Es gibt auf jeden Fall aktuell keinen Grund, Thunderbird dem Betterbird vorzuziehen. Denn ich kriege genauso die Updates geliefert, wie sie halt von Thunderbird kommen, plus die Verbesserungen und Bugfixes noch obendrauf. Und dass Thunderbird wirklich noch viel Verbesserungspotenzial hat, das sieht man spätestens dann, wenn man sein Gerät in den Dark Mode umstellt. Denn die Nachricht wird immer noch mit hellem Hintergrund angezeigt. Und das hat halt Betterbird jetzt mitgeschleppt und kann man jetzt mit einem Add-on oder so korrigieren, alles in Ordnung. Aber trotzdem, das ist halt eine Grundfunktion und ein gutes Beispiel dafür, wo es bei Thunderbird halt aktuell hakt. Der Dark Mode im Betriebssystem ist mittlerweile sehr populär und ich vermute mal, dass da viele Nutzer von betroffen sind. Es gibt auch schon sehr lange ein Issue bei GitHub. Den Entwicklern ist das Ganze bekannt und trotzdem wird dieser Fehler halt immer wieder mitgeschleppt. Ich persönlich finde das relativ traurig, denn es gibt relativ wenige E-Mail-Clients, die meinen Anforderungen entsprechen. Ein E-Mail-Client, den ich benutze, der muss in der Lage sein, mit IMAP umzugehen und dann noch mit CardDAV und CalDAV. Und das sind die beiden Protokolle, um Kontakte und Kalender zu synchronisieren. Und das alles können nur sehr wenige E-Mail-Clients. Mir fällt dazu zum Beispiel Evolution Mail ein, Thunderbird natürlich hier und EM-Client. Viel mehr fällt mir jetzt gar nicht mehr ein dazu. Outlook kann das zum Beispiel nicht. Wenn ihr da Alternativen dazu habt, gerne auch Open Source, dann schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. An der Stelle danke ich euch fürs Zuschauen und ja, erzählt mir doch mal, ob ihr jetzt nach dem Video Betterbird installieren möchtet oder welchen E-Mail-Client ihr generell benutzt.